Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute steht eine 20 Kilometer lange ungefähr Wanderung an mit anschließendem Übernachten in der Hängematte. Ich bin sehr gespannt, aber erstmal heißt es jetzt ein bisschen Kilometer schrubbeln und dann hole ich euch nochmal dazu, wenn ich ein paar Kilometer auf dem Tacho habe. Let's go! Hier ist das Gebirge so, also das Gelände so ein bisschen hügelig und da nach oben, da hat es so eine Bergkuppe und da möchte ich hoch. Und ich habe gerade bemerkt, ey, bei dem Laufen von dem Rucksack, der hat schon einiges an Gewicht. Ich habe nicht gewogen, aber ich denke mal so, ja, 15 bis 17 Kilo werde ich haben. Und durch das, dass diese Trageriemen hier so kurz sind, ist sehr unangenehm zu tragen. Wirklich schneidet extrem ein. Egal, weiter geht's. Eine alte Kiesgrube oder so. Da staut sich das Wasser. Da kreucht und feucht es da drinnen. Sind das Frösche? Ey, aber das gehen wir uns kurz näher anschauen. Das sind alles Frösche. Dass die nicht alle gleich verschwinden, wenn ich hier komme. Wahnsinn. Krass. Alles fit? Das ist doch echt mal ein richtig geiler Mischwald hier. Bisschen davon, bisschen grün, bisschen höhere Bäume. Ach, herrlich. Richtig schön. So, hier haben wir so eine alte Hütte gefunden. Krass. 28.04.2002. 20 Jahre. Warte mal, stimmt das? Warte mal hier. 1958. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass die Hütte schon über 60 Jahre steht. Wobei, die ist schon etwas in die Jahre gekommen, das Ding. Okay, die Bänke, das ist alles relativ. Wie so ein kleiner Lost Place. Das ist schon echt geil. Huh. Ah, okay, hier ist die Straße zu Ende. Ja, von da bin ich gekommen. Da hat es noch eine kleine Sitzgelegenheit, Feuerstelle. Und hier und da geht so ein kleiner Bikeweg vielleicht oder so entlang. Ich denke, wir gehen da mal nach oben, weil da haben wir vielleicht eine schöne Aussicht. Schauen wir uns das mal an. Euch mal den Weg hier nach oben, ey. Irre. Mega anstrengend. Wo führt dieser Pfad hin? Wir werden sehen. Wir werden es gleich wissen. Alter, was eine Aussicht. Krass. Wunderschön. Ich schwitze wie ein Ochse, ey. Das war's. Kleines Bänkchen. Aber ansonsten nur Bäume. Weiter geht's. Auf Instagram poste ich auch immer wieder ein bisschen Stories, so wenn ich unterwegs bin. Könnt ihr gerne mal abchecken. So, wir wollen aber unser Ziel erreichen, deswegen kurze Verschnaufpause. Und dann geht's weiter. Okay. Irre, könnt euch mal hier die ganze Buche einfach abgeknickt. Und das, was ich jetzt hier mache, ist auch nicht so schlau. Aber ich kann einfach nicht anders. Das scheint auch ein bisschen zu falten. Alter. Auf der Kamera sieht es nicht hoch aus, ne? Aber das täuscht. Einfach nur krass. Okay, da geht der Weg lang. Weiter geht's.
Diese Straße wurde während dem Zweiten Weltkrieg durch die in der Schweiz Interni... Okay, Straße. Also ganz ehrlich, die Straße ohne die richtigen Schuhe kannst du knicken. So unwegsam, wie das hier ist. Guck mal, du kannst doch keinem erzählen, dass hier wirklich Leute mit dem Fahrrad runterfahren, also biken. Das ist eine Steigung von fast 90 Grad, Alter. Wie kann... Hä? Guck mal, das ist die Straße, da ist das Denkmal. Was? Ja, sowieso, ich muss wieder zurück. Die Straße bzw. der Pfad hier führt abwärts leider wieder in die Stadt rein. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen gehe ich jetzt wieder hoch und wieder auf den alten Weg, auf dem ich vorhin hochgekommen bin. Hiermit verlose ich unter den Zuschauern eine wunderschöne, fast neue Zipfelmütze. Na, wer hat Interesse? Boah, ey, das wäre auf jeden Fall ein richtig geiler Schlafplatz hier direkt am Waldrand. Das Ding ist nur, hier führt halt auch wieder so ein Bikeweg lang. Und das mindert den Gemütlichkeitsfaktor etwas. Ich habe hier einen absolut geilen Spot ausgemacht. Und so habe ich überlegt, die Hängematte dann hier dazwischen aufzuspannen. Das mache ich jetzt mal. So, ihr seht, die Hängematte steht bzw. hängt. Unten habe ich die Isomatte drin, Schlafsack auch schon eingepackt. Schön befestigt hier. Das passt wunderbar. Einfach ein geiler Spot. Geht langsam die Sonne unter. Ein Tarp habe ich jetzt nicht drüber gespannt, wie ihr sehen könnt, weil es keinen Regen angesagt hat. Insofern kann ich gut auf das Tarp verzichten. Mückenschutz auf jeden Fall am Start, hier gerade am Wasser zu. Da fühlen sich die kleinen Mücken ja besonders wohl. Dann wäre das mal geschafft. So, kochen werde ich heute mal nicht. Ich habe mir ein bisschen was mitgenommen zum Fertigessen hier. Brötchen, ein bisschen Speck. Mit so einer Aussicht. Da hängt die Matte. Lässt sich das auf jeden Fall aushalten. Übrigens die Temperaturen ungefähr 12, 13 Grad in der Nacht, 4 bis 5. Das sollte mit dem Militärschlafsack auf jeden Fall klar gehen. Ja. Ich habe es endlich geschafft, Leute, mir eine vernünftige Powerbank zu kaufen. Das erleichtert mein Leben ungemein. Dann habe ich noch für den Fall aller Fälle eine Dose Ravioli dabei, falls der Hunger wieder kickt in der Nacht. Man weiß ja nie. Ich bin jetzt hier nochmal ein Stück Richtung Wiese gelaufen, um euch nochmal zu zeigen, wie das aussieht von hier. Also da sieht man noch ein bisschen den Rucksack, den werde ich dann noch wegpacken. Die siehst du einfach überhaupt nicht. Siehst du, ne? Aber schön getarnt, so muss das sein. Sonst kommt auch niemand hier hin und schaut so runter. Völliger Quatsch. Richtig geile Tarnung hier. Mega geil. So, die Dunkelheit oder Dämmerung schreitet voran. Auf der Kamera kommt das immer viel heller rüber, als es in Wirklichkeit ist. Es ist auf jeden Fall schon gut dunkel.
Ich bin so gespannt, wie die Nacht in der Hängematte sein wird. Ich kann es kaum erwarten, euch da morgen von zu berichten. So, jetzt erkennt ihr wahrscheinlich gar nichts mehr. Moment. Die Stirnlampe. Ja. Kurz vor 20.30 Uhr. Und stockfinster ist es. Oh Leute, ich habe hier gerade noch was neben meiner Befestigung gefunden. Und zwar herrscht hier emsiges Treiben bei der Ameisenfamilie. Die machen hier ein Nest oder vielleicht irgendwie eine Art von, weiß nicht, ob das da ihr Ameisen in Anführungszeichen Haufen ist, da in der Ritze drin. Da führt eine richtige Autobahn lang bis nach da hinten. Richtig geil. Die kleinen Krabbler. Freunde, das glaubt er nicht. Guck mal, was ich hier noch gefunden habe. In der Ameisenkolonie drinne. Ein kleines Mäuschen. Riecht am Zittern, der Kleine. Na du? So, ich habe mich jetzt hier angemummelt. Das war ein ganz schöner Akt. Aber ich sage es euch ganz ehrlich. Ja, das ist so gechillt hier drinne. Es ist schön warm. Die Isomatte drunter, die isoliert super. Es ist einfach, und wenn das Licht aus ist, kann es natürlich leider mit der Kamera halt nicht zeigen. Aber du siehst oben jeden einzelnen Stern. Es ist eine sternenklare Nacht. Und wenn das wirklich so warm bleibt, wie es jetzt ist, gut, Pullover habe ich jetzt angelassen, dann wird das eine saugeile und entspannte Nacht. Ich werde euch dann nochmal dazu holen. Vielleicht werde ich noch ein, zwei Mal wach, mal schauen. Ansonsten werden wir uns dann morgen früh wiedersehen, hören. Bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Angenehm war die Nacht nicht. So viel kann ich euch schon mal spoilern. Alter Schwede. Wir haben 7 Uhr. Zehn, 15 Minuten bleibe ich hier noch eingemobbelt. Und dann hören wir uns gleich nochmal. Tschüss. So, jetzt habe ich mir mal ein kleines Feuerchen ready gemacht, um ein bisschen die Hände zu wärmen. Wie war das kalt in der Nacht. Die Hängematte ist schon geil. Das Ding ist nur, durch das, dass du halt immer in derselben Position liegst, war das einfach irgendwann unbequem des Todes. Und du kannst dich ja nicht auf die Seite legen und dann fällst du aus der Matte raus. Ich weiß nicht, vielleicht brauchst du ein bisschen Übung oder so eine Eingewöhnungsphase eine Zeit lang, bis man sich da an die Liegeposition gewöhnt hat. Weiß nicht. Also ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, 2 Stunden geschlafen, allerhöchstens. Trotzdem bleibe ich aber ein Hängemann-Fan. So, und jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. So, das Feuerchen kann jetzt hier noch ein bisschen vor sich hin lodern, aufgemütlich. Und in der Zwischenzeit werde ich mal die Hängematte demontieren, alles wieder einpacken und die Abreise vorbereiten. Ich habe mir hier zum Frühstück von zu Hause ein paar Kohlenhydrate und ein bisschen Wasser und Eiweiß mitgebracht. Einfach Haferflocken, ein bisschen Magerquark in den Mixer rein mit Wasser. 2-3 Minuten mixen und dann hast du einen tipptoppen Start in den Tag. So, jetzt muss ich das Auto halt kurz mit dem Handy filmen, da war der Akku leider 2-3 Minuten zu früh erschöpft. Jo, das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ah, fuck. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich schon drauf.
Hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Bis dahin, bleibt stabil. Ciao, ciao.